Eieiei, das schaut nicht gut aus, das Wetter für das kommende Wochenende jetzt. Wintereinbruch. Nicht schlecht, wir hatten schon einmal schöner. Ah, hallo, grüß euch bei meinem neuen Vlog. Naja, ist eh schon gefallen, der Begriff. Es geht diesmal ums Wetter. Ja, natürlich auch ums Flugwetter. Weil die Flieger betrifft das natürlich das Wettergeschehen am allermeisten. Weil wenn es stürmt, schneit und Nebel ist und die Sicht nicht passt, wird es mit den Fliegen nicht besonders gut ausgehen. Ja, und ich bin da auch immer wieder mal gefragt worden, wo schaust denn eigentlich du welche Wetterseiten schaust du, wie kommst du auf deine Wetteraussichten? Ach ja, Wetteraussichten, manche werden sie vielleicht wissen, ich schreibe so dreimal die Woche auf meinen Facebook-Account Flugwetteraussichten hier für den Bereich Hohe Wand. Und wird auch viel gesehen. Da mal vielen, vielen Dank und für das tolle Feedback, was ich da oft auch bekomme von den Leuten. Das Dankeschön. Danke zurück natürlich. Und diese diese Wetteraussichten sind auch zu sehen auf der Säulen Club Hohe Wand Homepage. Da werden die übernommen. Und da kann man die auch finden. Und da bin ich halt, werde ich halt immer wieder mal gefragt, ja, wo schaust du denn eigentlich, wie machst du das, auf welche Seiten und wie kommst du da auf deine Ergüsse? Und ja, und das zeige ich euch natürlich gerne. Am besten natürlich auf dem Desktop, auf meinem PC zu Hause, wo ich dann meistens natürlich erstelle. Auch unterwegs manchmal da von meinem Smartphone oder vom Laptop aus. Gehen wir mal schauen. Ich zeige es euch gerne mal, wo ich das mache. Bis dann. Okay, da sind wir auf meinem Computerbildschirm und da möchte ich euch sehr gerne erklären, wie ich zu meinen Wetteraussichten komme und wie ich das mache. Achtung, Wetteraussichten betreffend natürlich Bereich Hohe Wand mache ich das und die Hohe Wand liegt eben in Niederösterreich und zwar im südlichen Niederösterreich im Industrieviertel, fast schon Richtung auch Mostviertel. Mein Mostviertelgrenze ist circa dann der Schneeberg und der Schneeberg ist bei uns dann nicht besonders weit weg. Also hat das auch dann Wettereinfluss für uns da. Aber für uns ist eigentlich einmal relevant das Industrieviertel. Und da schauen wir die Wetter-ORF-Seite, hole ich mal da einmal den ersten Überblick, was sich da so zukünftig mit dem Wetter tut. Und da schaue ich immer wieder sehr, sehr gerne, denn die Trefferwahrscheinlichkeit der Prognosen sind da wirklich gut. Wir haben da circa 70 bis 80% Trefferwahrscheinlichkeit, vielleicht sogar noch mehr, und es ist punkto Wetterprognosen wirklich gut. Zu dem Thema Wetter ORF.at Wetter, da habe ich dann noch zum Schluss ein bisschen was. Bleibt dran, da gibt es ein kleines Highlight noch. So, da zu diesen Prognosen. Also für mich relevant sind eigentlich die 3 Tage, also immer mal 3 Tage. Die Prognosen sind da zwar länger, meistens eine Woche lang. Ist einmal für einen Überblick, eine Tendenz einmal nicht schlecht zum Schauen, aber da nimmt die Trefferwahrscheinlichkeit der Prognosen natürlich ab. Aber für 3 Tage ist das schon einmal ganz gut. Und auch einmal ein bisschen beachten im Text, der da auch recht gut geschrieben ist. Also, wenn zum Beispiel da jetzt stehen würde, Gewitter im Waldviertel oder ja, das betrifft uns da natürlich auf der Hohen Wand nicht so. Oder wenn das steht im Weinviertel, starker Wind heißt nicht unbedingt, dass der bei uns Bereich Hohe Wand und Wiener Becken der Wind auch stark ist, also gegen Osten rauf. Also da muss man auch ein bisschen genau auf den Text schauen, für was es betrifft, wenn es da spezielle Sachen gibt, die da erwähnt werden. Also auch wirklich lesen genau den Text. Und da kann man sich, wie ich schon mal sagte, eben einen guten Überblick herholen, was sich wettermäßig hier tut in unserem Bereich. Wo ich dann natürlich auch schaue, nun auch nicht, ist, so gehen wir mal weiter, die ZAMG. Die Seite ist schon ein bisschen anders aufgebaut. Da hat man in Niederösterreich, hier ist es auch sehr schön in die Vierteln aufgeteilt. Da sieht man es eh schön, Waldviertel, das Weinviertel, wie ich schon sagte, für uns relevant das Industrieviertel. Und dann das Mostviertel. Mostviertel sollte man auch ein bisschen beachten, weil bei Westwetterlagen, also auch bei schwachen Westwetterlagen, Höhenwind, unten könnte man ja
Manche Flieger werden das schon oft genug erlebt haben. Weiter unten ist ein Ostwind, können wir fliegen, aber oben drüber ist ein Westwind. Wenn da zum Beispiel jetzt im Mostviertel Gewitter angesagt sind, wir haben eine Höhenströmung vom West, kann das uns natürlich dann da im Industrieviertel dann auch betreffen, wenn die Gewitter da zu uns herziehen. Also das auch ein bisschen dann beobachten, von wo da Wetter kommen kann. Hier sieht man dann schon ein bisschen differenziert, also für zwei Tage, also Freitag, Wochenende fürs Wochenende, dann morgen Samstag kann man dann auch schauen, da ändert sich auch dann der Text. Die Grafik ändert sich dann nur, wenn man da auf Nachmittag, der Text bleibt gleich. Da wird aber dann auch mindestens zwei bis dreimal täglich aktualisiert. Übrigens auf der ORF-Seite auch. Ja. Also auf der ORF-Seite gibt es auch immer Aktualisierungen. Mindestens so dreimal am Tag wird aktualisiert, dann den Sonntag. Und wie ihr das schon seht, habe ich ja schon einmal gesagt, haben wir das Wochenende hier einen Wintereinbruch. Und das Mitte März. Ja. Ist halt so, was immer dumm. Hier der Text ist meistens ein bisschen knapper bei der ZAMG-Seite. Was aber auch hier auf der ZAMG-Seite, wo ich mir gern anschaue, sind aktuelle Wetterdaten. Und zwar aktuelle Messwerte. Und hier komme ich auf die Taves-Wetterstationen. Hier habe ich dann noch Grafiken, das ist ein bisschen mehr. Das ist eh eindeutig, halt, was das bedeutet hier. Gibt ja noch einen Text dazu. Und da haben wir hier dann in die niederösterreichischen Vierteln die Wetterstationen hier aufgeteilt. Da sieht man schön im Waldviertel, wieder haben wir das Weinviertel und wie gesagt für uns das Industrieviertel wichtig. Und da haben wir, schau, die Hohe Wand, da gibt es nämlich auch eine Taves-Wetterstation. Und da, den Begriff Taves-Wetterstation werdet ihr dann heute noch einmal hören. Relevant, schau mal, eh klar die Hohe Wand, da haben wir dann in welcher Höhe die Station aufgestellt ist, die Temperatur ist auch ein bisschen relevant, da komme ich dann noch dazu, zu erklären, wo wir die Temperatur da gerne schauen. Dann natürlich der Wind, das ist eh klar, im Wind die Mittel und dann die Böenspitzen, das ist natürlich auch interessant, da kann man dann auch Thermik heraus erkennen, wenn zum Beispiel, wie ich schon sagte, die Wetterstation steht auf der Hohen Wand am Hochkugelhaus. Und das ist auch thermisch aktiv und wenn da wenn ein genereller starker Wind angekündigt ist, wenn da ziemliche Böen raufkommen, kann es schon ein Indiz sein, dass Thermik losgeht, in die Thermik ablösen, in die Windspitzen. Das kann man da rauslesen. Aber ein bisschen vorsichtig sein, immer schauen, was generell für Wind angegeben ist. Was auch relevant ist für unsere Gegend, was man schauen sollte, ist die RAX-Station. Die Wetterstation ist da, was ich weiß, im Bereich der RAX selber am Bergstation da oben montiert und die ist schon relativ hoch. Und da kann man schon ein bisschen was Höhenwind anbelangt. Wenn da, man sieht es da als Beispiel jetzt, ich meine, wir haben da jetzt keinen Föhn zum Beispiel, aber man sieht da auf der RAX haben wir 63 km/h Böenspitzen, auf der Hohen Wand ist man auch schon zu viel, 32 km/h, aber das ist schon ein Indiz, dass man sagen könnte, hallo, da könnte es auf der Wand dann nämlich, auf der Hohen Wand dann auch mehr werden, was ich auch annehme, dass er noch steigen wird, weil 63 km/h oben auf der RAX und unten auf der Hohen Wand so viel niedriger ist das dann auch nicht mehr, 32 km/h. Also da muss man vorsichtig sein, da könnte es dann schon sein, dass da hier der Wind dann auch einmal durchgreift. Vor allem bei föhnigen Wetterlagen, da auch immer ein bisschen schauen, wenn da auf der RAX zum Beispiel auch schon so 50 km/h Wind hat, auf der Hohen Wand haben wir nur 25 km/h. Vorsicht, das könnte sein, dass der Föhn durchgreift. Aber wir haben jetzt keine Föhnwetterlage. Dann, wo man auch schauen kann, ist Wiener Neustadt natürlich, das ist auch nicht weit weg. Das liegt draußen im Wiener Becken, ist Luftlinie von der Hohen Wand ca. 14 Kilometer entfernt. Und wenn es da draußen im Wiener Becken auch schon starker Wind geht und blast, könnte es dann auch schon Indiz sein, Achtung, aufpassen. Das haben wir immer wieder, draußen im Wiener Becken ein starker Wind, oben auf der Wand noch gar nicht so viel. Aber ja, da auch das immer ein bisschen im Auge behalten, könnte sein, dass der Wind stärker wird. Diese Sachen sind natürlich hauptsächlich für die Einschätzung der Flugwettersituation, Wettersituation im Moment natürlich, also nicht für die Prognosen. Aber da schaue ich natürlich auch immer wieder im Tagesverlauf, was tut sich da, ist da ein Trend ersichtlich. Ja, dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Wetterstationen und natürlich, ich schaue immer mehrere Sachen, also mit einer einzigen Wetterprognose ist es nicht getan, weil ich werde dann, wenn ihr das öfters macht, so Wetterdaten anschaut, dann immer wieder Unterschiede erkennen. Ein Indiz ist, dass die Prognosen
zutreffen könnten, mehr zutreffen könnten, ist, wenn alle so ziemlich gleich die Prognosen haben, dann schon, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dementsprechend hoch. Spannend wird es, wenn die Prognosen alle dann recht unterschiedlich sind. Dann, ja, dann weiß man nicht so wirklich, wie es wirklich wird. Gut, jetzt zur nächsten Wetterseite, wo ich mal schaue, und zwar wetteronline.de. Jetzt sagen, ja, was haben die Deutschen mit unserem Wetter zu tun? Na, doch, doch, die haben da, die verwenden da offenbar auch ein ganz gutes Wettermodell zu berechnen. Die haben auch hier eigene Prognose für den Bereich hohe Wand. Man glaubt es ja kaum. Auch für die Rax, also wenn man es wissen will. Aber wie gesagt, ich mache es einmal da jetzt für die hohe Wand. Die haben da auch eine sehr, sehr schöne Grafik. Es ist sehr übersichtlich gemacht. Wenn man das sieht, eben für heute und morgen und dann 4 Tage. Also alles, was darüber hinausgeht, würde ich dann nicht mehr besonders ernst nehmen. Das ist schwer zum Berechnen. Also relevant sind einmal die, das sind heute, morgen, 4 Tage. Das heute, morgen kann ich hier auch verschieben. Ja, es geht immer 48 Stunden weit, also man sieht, es geht sogar auf übermorgen weiter. Und da, man sieht schon der Grafik, oje, da, ja, der Wintereinbruch, der wird auch hier gezeigt. Und natürlich für uns ganz wichtig sind da unten die Wetterdaten. Ja, schau, da ist sogar Südostwind gewesen. Für morgen angesagt, das ist interessant. Wird aber nichts helfen, weil da oben nämlich Nebel ist. Also Flugwetter schaut anders aus. Da ist jetzt eh, das ist im Beaufort angegeben, da die Windstärke. Aber ihr habt das, wenn es drauf geht, auf die Grafik, dann auch die kmh-Angabe. Aber alles, was da schon 3 Beaufort hingeht, das ist eher dann schon ein kräftiger Wind. Ideal ist 1 bis 2 Beaufort. Wenn Böenspitzen 3 Beaufort ist, geht auch noch. Aber wenn das schon 3 Beaufort oder gar 3 bis 4 Beaufort ist, das ist dann schon heftig. Ja, wenn ich da auf die 4-Tage-Prognose gehe, warte mal, runterscrollen, da seht ihr, ist ja schon ein bisschen anders zusammengefasst hier, dann mit Grafiken, da geht man halt am Wind, das ist eh eindeutig, man sieht es da wunderschön, und da hat man dann die Windgrafiken, ja, generell, ja, da ist schon ein bisschen mehr, wieder am Sonntag, der Wind ist gar nicht so stark, aber die Richtung passt halt leider Gottes nicht, und, wenn wir da schauen, Niederschlag, Schnee, Regen, kein tolles Wetter für das Wochenende. Ja, wo schaue ich denn da weiter noch? Da gibt es ja noch einiges. Puncto Wind, was auch sehr gut ist, die Seite hat sich wirklich gut entwickelt, ist Meteo Blue. Und die haben auch für den Bereich, da steht Wetter Blacklist, das ist der höchste Punkt der hohen Wand. Und da, es ist sehr ähnlich wie die Wetteronline.de Seite, hier dann die Tage, aber wie gesagt, 3 Tage maximal. Gut, da, wo ich das da jetzt aufzeichne, ist ja schon Freitag gegen Abend, also kennt man schon Samstag, Sonntag, Montag. Die Prognosen hier auch mit Grafik. Und hier haben wir es dann, ein bisschen weiter runter gehen, da ist es auch schön, da ist ein kmh angegeben. Und die Richtungen, das ist eh eindeutig, da kann man dann auch schön schauen. Und hier klicke ich da an und dann ist es genauer eben für den Samstag. Und da kann man dann auch wunderschön schauen, was sich der Wetterprognose hier tut. Und hier ist es ja auch eindeutig Schnee und ja, können wir vergessen. Wie gesagt, die Prognosen sind da, wie ihr ja seht, sehr ähnlich. Also das schaut dann auch ganz schlecht aus, was Fliegen anbelangt und Outdoor-Aktivität. Ja, da gibt es natürlich noch was, das ist klar. Meteo Blue ist ein recht gut mit den Prognosen, muss ich auch sagen. Der Windfinder, der ist auch sehr beliebt bei den Fliegern. Da gibt es dann eben so die normalen Vorhersagen und dann Super Forecast. Ich schaue mir nur den Super Forecast an, der geht von Haus aus nur 3 Tage. Der ist ein bisschen zutreffender, die Prognosen. Da brauche ich so die Grafiken hier auch nicht sagen. Da kann man umstellen, die Knoten und kmh. Ich habe da noch die Knoten hier angegeben. Gut, da ist eh angegeben, schön da die Windrichtung, dann die Wettertendenz, also mit Grafiken, ob es regnet, schneit. Also die Grafik ist ganz gut. Nur meine Erfahrung ist, dass für unseren Bereich hier, Bereich hohe Wand, der Windfinder, was Wind anbelangt, nicht so zutreffend ist. Also maximal 60% Zutreffwahrscheinlichkeit. Aber als Upgrade zum Weiterschauen, was sagt der, schaue ich doch immer wieder mal daher, was die sagen. Und wenn dann, wie schon sagte, alle so ziemlich dasselbe ansagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gut. Das ist ein gutes Backup, was man sich da holen kann. Also geben tut's was, herschauen tue ich da auf dieser Seite auch immer wieder. Dann habt ihr vielleicht eh schon gesehen,
Die Austro-Control, das ist natürlich für uns Flieger Flugwetterseite schlechthin, weil die machen ja die Flugwetterberatung, ist die offizielle Seite, aber ihr seht es schon, da muss man sich anmelden. Und jeder, der einen Pilotenschein hat und mit Scheinnummer, auch einen österreichischen Hänge- und Bargleiterschein, kann man sich da anmelden. So, und schon sind wir auf der Austro-Control-Seite. Und da ist es auch schön aufgegliedert, was man halt schauen will, im Motorflug, Thermikflug, Ballon. Ja, und da gibt es ja keinen Unterschied, wie ich das mache. Viele schauen ja den Thermikflug. Das ist ja sehr, sehr umfangreich und vor allem, was ich schon den Alpterm schauen, da sehr viele. Ja, das ist recht gut, da kann man sich richtig austoben. Das ist interessant zum Anschauen, vor allem Satellitenkarten etc. Also da tut sich viel. Nur meine persönliche Erfahrung ist, dass der Alpterm, was die Thermequalität, man sieht es eh da wunderschön, was angegeben ist, Thermequalität anbelangt und so, das trifft für uns Bereich hohe Warn nicht oft zu. Das ist scheinbar besser für die westlichen Berge, also ab Rack, Schneeberg herum, da passt dann schon ganz gut. Aber wie gesagt, da für den Bereich hohe Wand trifft es nicht so besonders toll zu. Da gibt es aber eine ganz tolle Geschichte, und zwar, ich schaue da beim Ballonwetter. Die haben da das Ballon-Met und da gibt es Meteogramme. So, da gehen wir mal drauf und da seht ihr dann die Österreich-Übersichtskarte und hier Dreiskirchen. Das ist nicht weit weg hier von der Hohen Wand. Auch im Wiener Becken draußen, und die haben hier ganz, ganz tolle Grafiken. Die sind wirklich gut. Da sieht man dann von oben nach unten angefangen den Bewölkungsgrad. Wie ihr noch erinnern könnt, wird immer ein Achtel angegeben. Wenn es schwarz ist, ist es eben komplett so. Das jetzt, und auch da blau. So, da die blaue Linie, welcher Höhe, Wolkenuntergrenze, also da 3000 Fuß ist 900 Meter. Das ist ziemlich hohe Wandkantenbereich, also die hohe Wand ist dann sicher zu. Und umso dunkler blau ist, umso dichter wird es. Und da sieht man auch, dann sieht es eh schon die Grafik, dass da auch mit dem Regen das korreliert. Eine Inversion hat es da und der Niederschlag, also man sieht es ganz genau. Hier die roten Linien hier sind Inversionsgrenzen, was da eingegeben ist. Ja, und dann die Windrichtung, die Windfähnchen, wer sich noch erinnern kann, kurze Strichel 5 Knoten, lange Strichel 10 Knoten. Ja, da ist in der Höhe ein ganz schöner Wind angesagt. Und da hier unten auch in Grafik, man hat schön im Niederschlag, Thermik, Böen, Gewitter. Also da in Grafik ist schon Schnee hier auch. Und umso mehr Tropfen oder Eiskristalle hier angezeigt, umso intensiver wird das. Also da kommt ganz schön auf uns was zu. Also das ist eine ganz tolle Übersicht und trifft hier für die hohe Wand auch ganz gut zu. Einzig natürlich bei den Windprognosen ist es oft dann bei uns auf der hohen Wand ein bisschen schwächer, der Wind. Weil Dreiskirchen Wiener Becken draußen liegt, das liegt ein bisschen freier. Da blast es auch meistens ein bisschen mehr Richtung Norden rauf im Wiener Becken. Wir sind ein bisschen mehr windgeschützt im Bereich hohe Wand. Aber punkto Windrichtung und dass der Wind stärker werden könnte, das kann man sich hier die Daten einmal holen. Aber wie gesagt, erfahrungsgemäß ist es hier bei uns oft ein bisschen weniger der Wind. Ja, dann gibt es das natürlich. Oh, da gehen wir mal zurück. Und dann haben wir das Ganze natürlich auch für 3 Tage. Gehen wir wieder hier auf Dreiskirchen. Und da, oh ja, Prognosen habt ihr eh schon gesehen bei den anderen. Schaut nicht besonders toll aus, auch Wind und Windrichtung und Niederschlag. Ja, ist ganz schön. Aber hier ist dann schon von der Grafik ein bisschen weniger. Natürlich, da hat man dann keine Thermikprognose mehr drinnen. Ja, und das ist auch ganz toll zum Schauen. Aber natürlich, da muss man sich anmelden, ist klar, ist Flugwetter. Aber ist ganz einfach, mit seiner Pilotenscheinnummer ist das gleich geschehen. Und da kann man sich da auch auf dieser Wetterseite, auf Flugwetterseite dann wirklich austoben. Aber da muss man sich auch schon ein bisschen damit beschäftigen. So, das, was haben wir da noch? Austro-Control. Ja, da haben wir natürlich die Wetterstation Oberhöflein. Das ist eine private Wetterstation. Die ist hier gleich ganz in der Nähe, am Fuße der Hohen Wand im Oberhöflein. Da schaue ich gern weniger wegen dem Wind, weil das stimmt ja leider Gottes nicht, sondern wegen der Temperatur. Ihr habt es ja gehört, ich habe mal gesagt, mit der ZAMG-Seite oben hohe Wandtemperatur. Und zwar kann man hier die Labilität der Schichtung hier genau bei uns im Bereich hohe Wand, ob es thermisch werden könnte, ein bisschen erahnen. Wenn hier zum Beispiel haben wir Temperatur 7 Grad und oben auf der hohen Wand hätte jetzt Hausnummer 3 Grad, dann ist es schon ein Indiz, dass labil geschichtet ist. Das hat also
Man muss ein bisschen weiter ausholen. Die Höhendifferenz von dieser Wetterstation, Höflein an der Hohen Wand, also Oberhöflein liegt die, städtische Wetterstation, und zur Wetterstation von der ZAMG auf der Hohen Wand oben beim Hochkogelhaus ist so ziemlich genau 300 Meter Höhenunterschied. Und wenn Sie erinnern können, also wenn da so pro 100 Meter 1 Grad Temperaturunterschied ist, also 1 Grad ist schon ziemlich labil geschichtet. Und wenn wir da zum Beispiel jetzt haben, eben wie gesagt, die 7 Grad Celsius und oben auf der Hohen Wand bei der Tageswetterstation Hochkugelhaus hätte es dann nur 4 Grad, das heißt ein 3 Grad Unterschied, ist schon eine labile Schichtung da. Und natürlich, wenn es noch weniger wäre, wenn es zum Beispiel nur 3 Grad oder gar nur 2 Grad hätte, ui, dann wird es schon labil. Und dann haben wir auch gute Steigwerte, wenn auch die Windrichtung noch ein bisschen passt, dann haben wir wirklich ausgesprochen gute Aufwinde zum Erwarten. Ja, also das, aber das ist auch nicht mehr für den Moment. Ja, das kann sich über einen Tag natürlich auch ändern. Aber da kann man mal schauen, ja, was tut sie, haben wir es labil geschichtet in der Früh, könnte spannend werden. Natürlich dann, wenn man da früh schaut, zum Mittag, ah, schau, wird schon kälter, habt ihr das gesehen, hat umgesprungen. Also da ist für mich interessant zum Schauen, eben wegen der Temperatur, wegen der labilen Schichtung. So, was habe ich denn da noch zum Schauen, punkto Wetter? Ja, dann haben wir noch natürlich die ganzen Wetterradare und was man sich da anschauen kann. Gut, fahren wir da ein bisschen auf Österreich ein bisschen näher hin. Ja, das ist dann schon kostenpflichtig, aber das reicht einmal da zum Schauen in Österreich. Ja, wir sind da ein bisschen unterhalb von Wien. Und da sieht man schon, was sich bei der Regen, Gewitter tut. Wie ich schon einmal sagte, bei leichtem Westwind, Wetterlagen, was man durchaus in der Höhe Westströmung haben, da in der Umgebung bilden sich Gewitter. Zum Beispiel im Sommer ist dann meistens so, Rack, Schneeberg, es bilden sich oft Gewitter. Die haben dann natürlich Einfluss bei uns, Bereich Hohe Wand natürlich auch. Und das kann man auch am Handy abrufen. Und da kann man immer dann schauen, ui, wenn der Gewitterneigung angesagt ist, sollte man das auch ein bisschen im Blick halten, ob da nicht irgendein Gewitter in Anmarsch ist. Also nicht unbedingt, dass wir da gleich Blitzdonner haben und schütten, aber es geht ja auch um die Böenwalzen, die da entstehen können. Und wenn da zum Beispiel ein stärkeres Gewitter, Gewitterzelle Rax Schneeberggebiet steht und es regnet dort aus, können wir hier auf der Hohen Wand, die ja da nicht allzu weit weg ist, ganz schöne Windsprünge und Windböen haben. Alles, und das habe ich alles schon live einmal erlebt. Das kann dann binnen 10 Minuten kann der Wind massiv stärker werden, drehen. Also der möchte dann keiner in der Luft sein und ist dann nicht so lustig. Deswegen ist es auch gut zum Schauen, ist da irgendwas im Anmarsch. Gut, jetzt um die Jahreszeit im März, wo ich das Video da jetzt gemacht habe, nicht ganz so, aber dann schon so ab Mai, Sommer rein, ist das vielleicht einmal ein Blick wert, wenn Gewitterneigung angesagt ist vom Wetter. Also da kann man sich diese Radarbilder auch anschauen. Also Radarbilder gibt es dann auch, habe ich ja eh schon gesagt, auf der Austria-Kontrollseite kann man die dann auch sich anschauen. Gut, ja, das war eigentlich eh schon eine ganze Menge, wo ich da schaue. Das natürlich, ich habe es versucht, knapp zu erklären. Aber dann würde ich, glaube ich, könnte noch eine Stunde labern. Aber vielleicht hilft es euch einmal zum Schauen, wo ich da schaue, wie ich dann auf meine Sachen dann komme, punkto der Wetteraussichten. Ihr könnt es mir ja gerne dann ja auch persönlich fragen. Ja, und jetzt kommt eigentlich einmal das, was ich vorher schon angekündigt habe. Schauen wir mal zum ORF, wie machen die das Wetter, und es ist sehr, sehr spannend, kann ich euch nur sagen. Grüß Sie, Neugebauer mein Name, ich bin angemeldet bei Ihnen. Gell? Also wir kaufen teilweise über die ZAMG, Radar über den Flughafen. Es gibt so Firmen, die teilweise Sachen aufbereiten und sozusagen, wo man dann die Daten von dort wieder kauft. Das ist ein bisschen komplizierter. Was kommt noch da denn? Zyklon? Ja, hinten dann auch die
kalte Luft und es wird sich dann da die Tief entwickeln, das kann man die Ja, da sieht man sehr schön, dass das reinkommt. Ja, da sehen wir die weitere Entwicklung schon, ne? Mhm. Wenn man das Tief. Eine Woche lang braucht es immer, glaube ich, die etwa, was ich gesehen ja. habe. Wobei es bei manchen Wetterlagen wirklich sehr haarig ist. Also ich muss jetzt schon wieder ausbessern die ganze Zeit. Also wir haben, also die jetzige, der jetzige Kälteeinbruch wird länger dauern. Ja? Also gestern noch geplant war. Das wird auch das wahrscheinlich das außerordentliche Ereignis sein dran. Also nicht, dass es passiert um diese Zeit, dass es so kalt wird, sondern dass es so lange dann dauern wird. Es werden doch wieder einige Tage sein. Schon kürzer als der letzte, aber doch einige Tage. Aber für die zweite Märzhälfte ist es sehr, sehr kalt. Ja. Polarluft, was wieder reinkommt. Unser Hauptmodell, also wir verwenden ja natürlich viele Modelle, aber dieses Modell ist unser Hauptmodell, nach dem wir uns richten, ist das ECMW. Mhm. Also das Englische. Wir verwenden auch das Französische, da ist ja auch die Evoevate beteiligt. Mhm. Dieses à la roue, das ist zum Beispiel Französisches. Aber wenn man jetzt da so schaut, und dass man es vergleicht. Ah, da habt ihr super angekostet, ne? Vom polnischen Modell her zum Beispiel verwenden wir da die Sache mit dem tiefen Gewölk und dem. War ja tatsächlich so, zuerst der Westen komplett offen und wir komplett zu. Okay. Aber das sieht man schon, das stimmt schon ganz gut. Ja? Mhm. Also, und das hat also das ist das polnische Modell einfach viel besser. Und ich muss jetzt einen 40-Sekunden-Text machen, weil wir vor dem Wochenende stehen und da soll alles vorkommen bis zum Sonntag. Das sind genau 40 Sekunden. Dann gehen wir in die Texte rein und so und dann hat man ein buntes Bild irgendwann. Das ist fast 300 Stationen, Messstationen schon, die alle 10 Minuten melden. Teilautomatische Stationen, TAVES heißt es. Ja, TAVES, klar. Ich schaue jetzt da gerade nach. Es ist noch immer Feldkirch war am wärmsten. Da schaue ich bei dem Min-Max nach. Mhm. Und da schaue ich nach, was jetzt aktuell ist. Mhm. Also jetzt hat Golling zum Beispiel 15 Grad, könnt ihr erwähnen, ja. Also ich muss jetzt in den nächsten Stunden auch jetzt ganz schnell einen Text und möchte ihn auch schnell aufnehmen. Das irritiert mich leider. Jetzt, ich kann das zeigen, jetzt wo wir das jetzt aufnehmen. Mhm. Weil ich muss nämlich, ich muss jetzt, das ist jetzt für die Nachrichten, auf Ö1 und regional. Okay. So. Ich muss das sein, ja. So, das kann jetzt dauern, bis das ist. In den nächsten Stunden eine kräftige föhnige Südströmung und teils sonnig, teils aber auch trüb. Am Sonntag aber dann im Großteil Österreichs und zwar südlich der Donau jederzeit etwas Schneefall und es bleibt frostig. Soweit das Wetter von Gunda Schuller. Ja. Man muss das jetzt aber trotzdem noch mal sich anhorchen. Und es bleibt frostig. Soweit das Wetter von Gunda Schuller. So, das ist jetzt im Rahmen wahrscheinlich drinnen, dass wir es nehmen. Nicht? 40 sollte es genau sein. Und jetzt gebe ich das rein für die Nachrichten. Regional. Für Ö1 Nachrichten. Und dann kommt es noch in den Pool und von dort können die Regionalsender, wenn sie es versetzt spielen, weil sie vielleicht noch Werbung haben dazwischen oder so, auch spielen. So, unsere Seite, die wir betreuen, ist die Wetterseite im ORF. Die muss man herzeigen. Da schaue ich auch, genau, da schaue ich auch über. Und da gehen wir halt für alle Bundesländer auch, das ist die Gesamtösterreichseite. Da schreiben Sie für jedes Bundesland dann. Für jedes Bundesland. Und jetzt zum Beispiel. Wie oft am Tag? Zwei, dreimal? Wir schreiben also mit dem Nullerlauf, mit dem Zwölferlauf, aber dazwischen bessert man aus einfach. Also auch. Ja, also alles, was an anderen Erkenntnissen oder auch, dass es anders klingt oder dass man es anders aufzieht. Ja. Okay. Also ununterbrochen eigentlich. Und da hätte ich jetzt den Steiermark-Text zum Beispiel und an dem muss ich jetzt dann noch einiges ausbessern und schreiben. Mhm. Und und an dem, also an Oberösterreich und Steiermark werde ich noch weiter schreiben. Das wird man dann sehen, was ich da. Also ist unsere Hauptseite und dann der Teletext. Wir machen den Teletext dann. Das ist daher, wir können direkt in den Teletext, direkt ins ORF on. Wir sehen das ein paar Minuten später dann schon am Schirm. Also das ist natürlich super, ja. Dann muss das schon so werden. Natürlich sieht man dann vielleicht, es hat zwei Sonnenstunden gegeben, ja. Nur wann waren die, ne? Ja. So hat dann niemand mehr nutzen können. Und man muss dann eher so arbeiten.
Und es kommt dann Regen, nicht in der Nacht auch. Aber das ist teilweise Präzipitanz, da haben wir noch gar kein Gegen. Also kommt noch nicht zum Boden runter teilweise. Ja, okay. Das ist einfach, also das muss man auch dann immer noch gegenchecken. Ne? Ja, aber gut, am Bild sieht man eh schon das Frontsystem, was da ran marschiert. Aber diese Flecken werden halt dann auch gefährlich. Ne? Die sind halt auch sehr trügerisch bei so einer Wetterlage. Ja? Die gibt es nicht dann. Ja? Okay, die sind dann nicht vorhanden. Ja? Also da muss man immer schauen, ob es auch zum Boden schon runterkommt. Und bei der föhnigen Südströmung haben wir sehr oft ein Präzipitanz, also dass er oben bleibt. Wir machen das gerne. Also das ist, also wir sind zu lustig oft um drei aufstehen und so, aber das muss man auch dazu sagen, wir arbeiten durch, von 4 in der Früh bis um Mitternacht. Also nicht jeder, also in Schicht. Halt, ja. So. Na gut, dann werden wir uns verabschieden, würde ich sagen. Vielen Dank für die... Gern. Wie gesagt, also gern, wenn viel los ist, dass man da halt auch viel sieht. Ja, gern. Das hat natürlich jetzt, wenn wir noch einmal kommen dürfen, gerne. Ja. Wir sind wieder oben. Dann können wir sie wieder über im Sommer mal vielleicht. Kein Problem. Danke nochmal. Dankeschön. Ja, gern. Vielen Dank nochmal. Naja, Leute, ich würde sagen, die Prognosen haben zugetroffen. Wir haben hier ordentlichen Winter, es schneit, es ist kalt, es ist alles weiß, es passt, wie man so als gelernter Wiener, gebürtiger Wiener so sagt. Ja, würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es einmal ein anderes Thema hatte, eben Meteorologie, das uns ja Flieger natürlich ja genauso betrifft und ein essentieller Teil unsere Flugpraxis ja ist. Ohne gescheiten Winter ist ja mit dem Fliegen nichts. Und vielleicht habe ich euch angeregt, das für euer Fluggebiet zu machen. Ich denke, dass euch die Fliegerkollegen danken werden, wenn ihr auch so, muss vielleicht nicht so oft sein, aber da auch so Wetterberichte schreibt und schaut, wie es ausschaut oder Diskussionen. Im Prinzip kann man es ja genauso machen, wie ich es gemacht habe für einen anderen Flugberg. Vielleicht habe ich ja wem auf die Idee gebracht, das auch zu tun. Würde mich freuen. Gut, an dieser Stelle auch noch ein riesen Dank an den Peter Peuschitz, der mir das ermöglicht hat, in der Wetterredaktion des ORF drehen zu dürfen und auch ein paar Fragen zu stellen und euch diese doch, denke ich mal, interessanten Bilder zeigen durfte, wie dort so das Wetter gemacht wird, die Wetterprognosen, vielleicht, es schneit da immer mehr, Wahnsinn, wird immer dichter der Schneefall, da kommen noch ein paar Zentimeter dazu. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, und ja, vielleicht lasst ihr mir sogar YouTuber-typisch wieder mal einen Daumen hoch da, oder respektive auch ein paar Fragen könnt ihr mir auch gerne stellen unten im Text oder was schreiben unten, würde mich riesig freuen. Da kann ich nur eins sagen, bis zu meinem nächsten Videoblog. Vielleicht wieder mal ein anderes Fliegerthema. Ideen habe ich genug, lasst euch überraschen. Kann nur eins sagen, bis zum nächsten Mal. Und jetzt die warme Stube, was warmes trinken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Grüß euch.